Ja, hey, willkommen, mein Name ist AnirolP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir Quests gemacht, jetzt machen wir weiter mit Quests. So, ich bin dann schon mal nach Greyside gegangen und stehe jetzt direkt hier vom Gasthaus. Ich glaube, wir können schon einige Sachen hier, oder auch nicht, ja. Keine Ahnung, wo man Thunfisch herbekommt. Ich habe keine Ahnung, ich bin jeden Shop mal durchgegangen, wie und zwar ein paar Sachen gekauft, aber Thunfisch habe ich nicht gefunden. Egal. Ich muss den Vertrag mit den Turtles anordnen, habe aber vergessen, wo ihr Hauptquartier ist. Besorgt ihr mir ein Geschäftsformular? Ah ja, genau. Okay, ich weiß, wo das ist. Weil, wenn man sich noch... Weiß ich nicht. Ach so, ja, hab ich den gegeben. Glaube ich. Weiß ich nicht. So, wo war das jetzt? Ach, hier war das. Okay, gut. So, wir haben noch mal vor nicht allzu langer Zeit, eigentlich doch vor sehr langer Zeit, mal so einen kleinen Turtles-Jungen, der von so ein paar Jungs gerettet. Und wenn ich mich nicht irre, dann hat er uns doch ein Zelt gegeben. Aber hier, Turtles-Knirps-Notiz. Eine Notiz von dem geretteten Turtles-Knirps. Sie lauten 376... Warte, wie konnte ich das lesen? Wir konnten ihn dann nur verlesen. 366 und 172. So. 366, 172. So, wenn wir jetzt hier in Richtung Analogstick die Fadenkreuze bewegen, dann können wir auf L1 Orte suchen. Ja, Gott. So, jetzt suchen wir mal 366, 172. 166. Wenn ich dann links bewege, dann ändert sich die Zahl, also hier. Für ihr. Ja, natürlich auch L1 drücken. Ist irgendwo hier, mein Gott. So, da. So, Turtles Hauptquartier. Da können wir uns jetzt hinbeamen. Machen wir auch mal direkt. Alles klar. Hallöchen. Oh mein Gott, die Musik. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist, aber naja. Wir haben ja ganz viele Turtles, das macht mich ein bisschen nervös. So, du hast schon was. Oh, ich erinnere mich. Das könnte sogar knapp werden. Guten Morgen. Aber es ist nicht morgen. Ihr müsst die Neuen sein, stimmt's? Hier, bitte. Was ist das? Das ist ein Geschäftsformular. Füllt es einfach aus und euer Vertrag mit uns Turtles gilt. Eigentlich sind wir nicht geschäftlich, irgendwie schon. Ach, wie kann ich es euch dann helfen? Wartet, lasst mich raten, ihr wollt Turtles werden, ja? Nichts dergleichen. Tatsächlich kamen wir nur durch Zufall hierher. Es ist eine lange Geschichte. Und die erzählen wir dir natürlich. Verstehe, klingt, als hättet ihr euer einiges verrücktes Abenteuer erlebt. Mein Gott. Ihr seid bei euren Reisen wohl nicht auf einen finster Turtles getroffen? Finster Turtles? Ja, genau. Das ist ein Faulenzer. Führt immer was im Schild aus und so, ja? Der will sich einfach nicht ändern. Macht mich verrückt. Und ihr wollt, dass wir etwas gegen ihn unternehmen. Ich will, dass ihr ihn wieder vollkommen in Ordnung bringt. Wir? Wirklich? Was? Nichts gut? Nein, es ist nur... Bitte, ich flehe euch an. Ich sorge dafür, dass es sich für euch lohnt. Wie genau wollt ihr das tun? Was? Ausgerechnet Sherry, ja. Ihr helft mir, ich helfe euch. Das hier ist unsere legendäre Turtles-Flöte. Was? Die legendäre Turtles-Flöte? Die Flöte, bei deren Klang die Turtles kommen, ganz egal, wo man sich befindet? Wirklich? Überall hin? Das ist richtig. Nur einmal in die Flöte pusten und wir lassen alles stehen und liegen, um euch zu helfen. Keine speziellen Verträge und kein Papierkram oder so. Alles offen und ehrlich. Das ist ein guter Preis. Ja, aber es wäre verantwortungslos von uns, das zu akzeptieren, ohne... Reicht's immer noch nicht? Mann, nicht mal meine Mutter stellt sich beim Bratensaft so an. Na gut, ich gebe euch ein kostenloses Kostüm. Euer Mädchen wird's lieben, ja? Und Rückstellungsgebühren? Schwamm drüber! Rückstellungsgebühren? Kommt her, kleine Lady, probiert's an. Ich verspreche euch, ihr werdet's lieben. Ja. Das ging schnell. Wie sehe ich aus? Sophie, du bist hinreißend. Es sieht toll an dir aus. Findest du nicht auch, Espel? Ich glaube schon. Alles klar, alles klar. Wir nehmen euer Angebot an.
Bestens. Im Moment haben wir keine Ahnung, wo er ist. Also müssen wir ihn aufstöbern. Viel Glück bringt sie ihn auf dem rechten Weg zurück. Moment, trotzdem Geschäftsformular bekommen. Gut. Und Sophie hat den Titel Gothic Lolita. Also ich glaube, du hast auch noch irgendwas Wichtiges zu sagen. Deswegen gehe ich mal. Den tun wir natürlich sofort aufballern. Ja, ein hübsches, süßes Gothic-Kleid vom Turtles Boss bekommen. Oh, mehr Erfahrung. Gut. Aber er ist auf 5G. Egal. Wir mit der Ruhe, Leute. Okay, ich dachte. So, das Geschäftsformular haben wir. Ich kann mich hier nicht teleportieren. Mal zum. Aber hier kann ich mich teleportieren. So, dann. Barona? Nee. Kohlenstoffroute, was? Ach ja, ich muss da noch ein Ding herstellen, den. Stab! Kann man auch mal. Ich habe das, glaube ich, noch nie gezeigt, oder? Wenn man neue Gegenstände herstellt. Warte mal. Wir brauchen einen Riesenermann, der so Len ist. Was auch immer das bedeutet. Na gut, dann. Gehen wir dazu auf Waffen und dann werden angezeigt, was für Kristalle wir damit verbinden können. Und die einzigen, die wir immer verbinden können, Entschuldigung, sind immer ganz oben und in formlosen Kristall können wir einen Riesenhammer herstellen. Dann machen wir mal. So, und den müssen wir jetzt nur noch. Wow, neuen Stempel, was? Das hat viel gekostet. So, was Neues? Nichts. Ein Kampfschwert hätten wir holen können. So, dann haben wir einen Riesenhammer. Jetzt müssen wir nur eine Scherbe finden, die so Len ist. Das wird ein bisschen dauern. Wenn ich Pech habe, habe ich die auch gar nicht. Was richtig blöd wäre. Ja. Komm schon. Da. Das sind natürlich immer die seltensten Dinger, die man braucht, was ich voll Abfuck finde. So, jetzt haben wir einen Riesenhammer, der so Len ist. Wo muss ja nochmal hin? Nach Barona, ne? Was? Ich hab schon so Len. Qualität soll denn. Warum ist das nicht grün? Okay. Ich gehe jetzt gleich mal hin und machen, was passiert. Dann habe ich den ausgerüstet und deswegen geht das nicht. Oh, ich habe ihn aus. Was? Habe ich meinen jetzigen verbessert? Wow. Okay. Was ist denn der Zweitstärkste? Ja, verdammt, jetzt habe ich einen stärkeren Stab hergestellt. Muss ihn direkt wieder abgeben. Ah. So, Ding. Und wieder Ziele geschafft. Er war ja noch einfach hier von den hergestellten Dingern. So, Barona direkt wieder. Ja, wir bewegen uns ein bisschen hin und her, aber sieht alles hier zum ja, Trainieren mehr oder weniger. Von der Welle müssten wir eigentlich stark genug sein. Jetzt haben wir nur ein paar Titel ja verloch geballert und dann sind wir eigentlich alles gewappnet. So, wir gehen die Titel aus. Leuchtfeld. Hat einen Heilungseffekt. So. Ja, wirkst du selbst ehrlich? Hä? 9.600 Geldschwimmer auch bald. Heißt ja bald, wir haben schon eine halbe Million. So, nimm das. Und weiß nicht. Hast du schon? Nee, wow, so wenig nur noch. Maximales K. Nimm das hier. Maximales K. Nimm das da. Okay. So, weiter geht's. Mit der ewigen Reise für epische Quests. Heißt nicht ein Spiel irgendwie so? Ein Epic Loot oder irgendwie sowas? So, Thunfisch haben wir nicht. Ah. So, versunkene Fracht und zurückgelassene irgendwas. Ich glaube Aufwacht. Stimmt, da war ja am Hafen irgendwas. Lass mich aber gucken. Also schnell wie wieder neue Quests kommen, ne? Ja, aber dann ließ ich meine Ware zurück. Wenn ihr sie holt, könnt ihr einen Gegenstand behalten. Okay, dann machen wir hier erstmal, also mich südlich von der Stadt. Südlich von der Stadt, okay. Ja. Machen wir aber erstmal das hier. Weil da sind wir schon mal vorbeigelaufen, glaube ich. Da haben wir gesehen, dass da so ein Smiley war. Ja, genau das. Und das können wir machen. Ich suche die Fracht des versunkenen Schiffs.
Okay. Gut, brechen wir auf. Keine Fragen gestellt, einfach gemacht. So, ich tue jetzt mal überspringen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht alles übersprungen habe. Gut. Wenn das Schiff hier irgendwo gesunken ist, sollten wir Überreste davon sehen können. Das erinnert mich irgendwie an eine gewisse Trainingseinheit. Ihr meint? Ja. Ich verstehe kein Wort. Ihr müsst immer auf alles gefasst sein, um entsprechend reagieren zu können. Glaubt nur nicht, weil ihr das eine, weil das eine Trainingseinheit ist, kann euch nichts passieren. Die Prognose haben vorher gesagt, dass der Sturm ungewöhnlich heftig wird. Sollen wir wirklich hier draußen sein? Warum bin ich eigentlich der Einzige, der nicht so eine offizielle Ritterrüstung anhat? Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mir keine Sorgen mache, aber es bleibt nichts anderes übrig, als auf unsere Schüler zu vertrauen. Wir haben viel zu wenig Ritter und Ausbilder als geplant. Also, wenn etwas schief geht, sind wir alle tot. Ah! Was war das? Jemand ist über Bord gegangen. Wer war es? Sagt mir Namen und Klasse. Ich gehe. Wo ist es passiert? Nicht nötig, Sir. Dieser Junge hat sie bereits rausgezogen. Du! Jeder, helft der Frau die in ihre Kabine. So viele waren wir gerade nicht. Wartest du nun ein Lob für diese Tat? Ich weiß nicht. Ich wollte nur helfen. Was wäre gewesen, wenn wir dich auch hätten retten müssen? Hm? Was dann? Ich habe nur Hauptmann Meliks Rat befolgt, Madam. Du müsst immer auf alles gefasst sein. Du warst darauf gefasst, dass sie über Bord gehen würde? Nicht unbedingt sie. Aber in einem Sturm wie diesem erschien es mir logisch, dass ein solcher Fall eintreten könnte. Dann hast du also dein eigenes Leben riskiert, um den Helden zu spielen. Ist das so? Sir, ich wollte nichts dergleichen. Ich habe nur... Ruhe, ich will keine Entschuldigung mehr hören. Zur Strafe wirst du sämtliche Fußböden der Akademie schrubben. Hast du verstanden? Ja, Ma'am. Warte, wie war nochmal dein Name? Esperanza. Und so hat es begonnen. Damals habt ihr mich eingeladen, meine Ausbildung bei euch persönlich fortzusetzen. Ich war überrascht, dass jemand in deinem Alter bereit war, sein Leben so selbstlos aufs Spiel zu setzen. Ich wollte dich besser kennenlernen, sehen, ob so etwas möglich ist. Um ehrlich zu sein, Hauptmann, die 3 Tage Bodenschrubben waren mörderisch. Major Victoria sagte, sie müssten so sauber sein, dass man davon essen könnte. Und zum Abschluss hat sie mich das sogar tun lassen. Ha, es ist kein Spaß, sie zu verärgern. Aber sogar die Erfahrung hat mich etwas gelehrt. Bodenschrubben hat dich etwas gelehrt? Warte, was war das? Monster! Wahrscheinlich dieselben, die das Schiff versenkt haben. Wir kümmern uns darum. Da kommen sie. So, ach, wie putzig. Oh mein Gott, was? Okay, doch nicht. Ich dachte, die werden stark. Au! Nein, ich bin in Zeitlupe nicht mehr. Bam! So. Guck mal, ob wir noch viel stärker geworden sind. Den ganzen Titeln. So, ich muss das Sphärenschwert spammen. Stimmt, da muss ich auch noch Meister bringen. Perfekt. Und ein auf dem. Oh, Kostüm haben wir gerne. Oh, perfekt. Da muss ich nicht extra Dingens hier verschwenden. Ich hatte schon mein letztes Stündlein hat geschlagen. Habt herzlichen Dank. Die schlechte Nachricht, dass nach dem Kampf im Frachthaus nur ein heilloses Durcheinander herrscht. Braucht ihr Hilfe beim Aufräumen? Potzblitz, Junge, seid ihr sicher? Klar, kein Problem. Was hast du jetzt beim Bodenschrubben gelernt? Putzen macht mehr Spaß, als man denkt. Ach, jetzt hör aber auf. Es stimmt, natürlich war es am Anfang eine Qual, aber nach einer Weile habe ich gemerkt, dass es mir auch irgendwie Spaß macht. Vielleicht ist es eine Form der Wiedergutmachung, weil ich als Kind so unordentlich war. Ja. Harte Arbeit in Spaß verwandeln. Das ist typisch Esper. Vielleicht ist es das, was ihn so stark macht. Zum Teufel, ich kann genauso gut mit anpacken. Jetzt kommt Melly. Macht Platz für Melly. Und da ist Telos Astur. Wir sind an Telos Astur vorbeigefahren. Was? Ich bin mir so ziemlich sicher, dass da nicht Telos Astur war, aber okay. Wir sind da aber vorbeigeschwommen. Wir haben es von da aus gesehen.
Ja, hier der Psy hat uns zugewunken. Ah, okay, warte mal noch hier. Ah, wir wollen noch Arzt. Insekten. Bleh. Ausweichen, ja. Und ja. Ich muss meine Questen abgeben. Profi-Schrubbler, warte. Schrubbler? Schrubber. Oh Gott. Wow, nehmen wir das hier. Boah, was hatte ich gerade? Meh. So, dann nehmen wir mal. Oh, okay. Auf einmal zwei. Warum auch nicht? Das sind eintönige Folgen irgendwie. So, dann versunkene Fracht. Und einen Beutetrank. Okay. Maximales K, super. Todesfackel. So. Entschuldigung. Was haben wir noch hier? Angriff, nee. Wohl Erholungsartefekt plus 4%. Von erhaltenen ist das doch, ne? Ich nehme es einfach mal an. Boah, langsam gehen mir auch die Titel aus. Wer hätte das gedacht? Für einige Charaktere. Beutetank ist ja nicht so, als würde ich irgendwas anderes brauchen. Hauptsache FP. Das heißt, kann ich schon wieder neue aussuchen, mein Gott. Ja, ich will lieber ein Dingens. Ich könnte auch auf Auto oder so einstellen, weil alles hier viel schneller vorbei, aber ja, tun wir das. Und ich will immer eine Ordnung haben. Was haben wir noch so? Vier, was so einige Dinger braucht. Gar nichts. Maximales K. Hallo. Das ist zu wenig, finde ich. Nehmen wir das einfach, egal was das ist. Und nehmen wir das einfach, egal was das ist. So. Nächste. Wahrscheinlich sind schon wieder hier. Ja. Mein Gott. Schon wieder Land. So, Hähnchencurry. So, ach ja, südlich von dieser Wüste hier sollen irgendwo Dinge sein. Frachten. So, ich nehme mal mit. Und wir haben Thunfisch. Geil. Wir haben Thunfisch hergestellt. Gut. Ding. Ah ja, in London ist auch noch ein Skit. Muss ich auch noch hier aktivieren. So, südlich. Ein Hintern. Ich meine Pfirsich. So, wo könnte das sein? Verlorene Fracht. Muss eigentlich irgendwo hier sein. Abfall, sogar in der Wüste. Ich krieg die Krise. Als irgendwie die verlorene Fracht eine Schatztruhe ist, ne? Dann ja. Okay. Aber glaube ich nicht. So, da ist ein Speicherpunkt und da ist doch schon die Stadt, oder? Was? Ja. Okay, lass mal das. Weiß eine andere Welt. Gehen wir nach. Das auch nicht soll. Da bin ich ja gerade. Für Beweis einer anderen Welt und so weiter alles. Weil jetzt haben wir es. Rie ist noch mit den Katars. Da können wir auch irgendwann mal machen. Jetzt habe ich nicht so Lust. Warum habe ich mit dir geredet? Aber kauf mal Käse, Ei und Huhn. Ein bisschen Dingens hier noch bekommen. Stempel. Ja. Wenn es das nicht so bringt. So, was muss ich hier machen? Ach ja, von den Dingen, von der Steintafel kann ich mir mitnehmen. Die braucht man immer, ja. So Steine herzustellen, glaube ich. So Form, Kristalle, meine ich. Habe ich dir was gegeben? Nein. Ich meine, ja. Irgendeiner Katze habe ich noch nicht was gegeben, anscheinend. Warum das wichtig ist, das werdet ihr bald sehen. So, Gasthaus. Fokissis. Hähnchencurry. Als ich vor 7 Jahren Barone verlassen musste, habe ich ein Bild in mein Haus vergessen. Könnte mir das jemand bringen? Okay. Vor langer Zeit kam ein Schiff aus einer fremden Welt her. Ich weiß, dass es irgendwo da draußen ist, aber... Ah, ja. Hui, das ist... Ja.
das keine Ahnung. Boah, soll ich das erklären jetzt? Muss spoilern. Wird nervig. Aber mal gucken. Ja, mach das hier einfach. So, zielen plus was? Okay. So, wir haben noch 5 Minuten. Schauen wir uns doch irgendwas noch hier. Eine Eisenwurfklinge und Meisterturnikum. Okay. Warte mal, wo ist der Thunfisch nochmal? In Grailzeit. Dann gehen wir schnell den Thunfisch ab. Und was noch? Eisenwurfklingen, genau. Der Tonikum, da können wir auch gleich abgeben noch. Dann war es doch schon wieder. Hab ich euch genug gelangweilt. Obwohl, jetzt sind ja einige Cutscenes und so passiert. Thunfisch. Steinresistenz. Oh. Das war jetzt nicht geplant. Okay. I'll take it. Oh, dann ist das. Und du. KP, KP. KP braucht kein Schwein. Weiß ich nicht. Entrüstung. Also Indignation. Nehmen wir das hier. Boink. 10 plus, ja. Als Sandsturm. Das hier und das hier. So. Ja, das ist ein bisschen eintönig, gebe ich ganz ehrlich zu, aber je mehr Dinger wir gemeistert haben und gelernt haben, desto besser. Brauchen wir alles für den letzten Kampf. Auch wenn ich den Schwierigkeitsgrad jetzt höher gestellt habe. Mit ziemlich Sicherheit brauchen wir noch. Mal gucken. Wir wollen ja vorbereitet sein für alles Mögliche. Theoretisch könnte ich das auch irgendwie noch sehr viel später machen. Aber nö. Warte mal. Okay. Ja, dann erstmal Eisenwurfklinge. Was für ein Ding? Rollenschutz. Ja, ach so, ja, ich habe ja. Egal. Ich dachte, ich habe noch. Egal. So, Traumgummi. Weggeworfen. Seelenbrigade, was? Wer hat Seelenbrigade? Was überhaupt Seelenbrigade? Ah, eine Art, okay. Ach, das ist die einzige, die mir noch gefehlt hat, genau. So, dann weiß ich nicht. Noch irgendwas, irgendwas werde ich ja noch finden. Quest, die tauchen da immer so schnell. Mein Gott, die Seelenkugel, ja, genau. Klar, Kern, Gottes-Töter-Klinge. So, ich will mal mehr noch. Einfaches Gestell, Melanik, Meeresfrüchte Set, Curry Kabeljau, Fischeintopf, eine Sanduhr. Da gehen wir noch nach Tellus Estur. Weil ich offscreen wieder ein paar Sachen herstellen, die wir abgeben können. Oder verdoppeln, oder was weiß ich. Dann machen wir weiter. Ach, da ist auch ein Quest. Ah. Im nächsten Part. Nein. So. Eine Sanduhr. Wutsch. So. Mein Gott. Schon wieder auf. 5. Und jetzt das hier. Und das hier. Und das hier. Und... das hier. So. Ja, Gott verdammt, gib mir diesen Kugel auch noch ab. So. Chanel! Ach ja, hier müssen wir nur die Samen einpflanzen, ne? Müssen wir jetzt, glaube ich, auch alle haben. Und die heben wir uns alle für einen anderen Part auf, wenn ich den ganzen Mist hier erstmal erledigt habe. Den kleinen Kram meine ich. So, eine Seelenkugel, davon haben wir ja viel. Seltener Schutz. Warte mal, ist das ein neues? Nee, ne? Seltener Scheide, seltener Schutz. Oh. Ja. So, und das mache ich aufs Screen.
So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grace F. Für die Quests ist immer noch irgendwie kein Ende in Sicht. Also seid noch ein bisschen geduldig. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.